So, Rennkarte. Driften und Sprint. Oh, das ist aber ein sehr langer Sprint drin. Jetzt neuer Liebling. Du willst mich herausfordern? Ja, okay, ich zeig dir, wie die großen Jungs spielen. Ein paar neue Reifen und meint, er könnte es dann mit mir aufnehmen. Ja, das kann er gut, das kann er gerne meinen, aber ob das jetzt am Ende dann noch stimmt, das entscheide ich jetzt. Oh, hier sind noch ein paar mehr Leute dabei. Mal gucken, was der Wagen bei uns jetzt leistet. Mit, jetzt ist wirklich alles in diesem Wagen drin, was geht. Mehr geht jetzt nicht. Also jetzt haben wir, also und unique Teile natürlich noch, aber wenn wir jetzt mal von den uniken Teilen absehen, haben wir jetzt alles in diesem Wagen drin, was geht. Oh Gott, ja, okay, die Kurvenlage, muss ich wirklich sagen. Ich merke es. Der lenkt nochmal ein bisschen direkter ein. Da müssen wir jetzt ein bisschen drauf achten, dass der Wagen jetzt nochmal ein bisschen was dazu bekommen hat. Also ich kann jetzt hier bei 280 Grad die Kurve, ohne auch nochmal über zu überlegen, vom Gas zu gehen. Ja. Und dann küssen wir da natürlich die eine Kurve da. Wenn wir sie an der Ecke. Ja, der Wagen ist wirklich, also das ist echt krass. Was der hier, was das jetzt ausgemacht hat. Ich weiß übrigens gar nicht, wann wir das letzte Mal hier lang gefahren sind. Guck mal, ich geh mal kurz vom Gas runter, damit wir hier auf dem Boden bleiben. Boah, guck mal, hier voll Sprint durch. Also heute ist wirklich der Tag, also heute ist wirklich der Tag der schlechten Crashes, sag ich mal. Also wenn wir jetzt dann mal hier irgendwas küssen, dann ist es auch leider immer dann jetzt direkt so, dass wir uns komplett wegdrehen und da überhaupt nichts mehr funktioniert. Oh, das war gut gefahren. Das war gut gefahren. Die Kurve nehmen wir gut. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit. Deswegen haue ich jetzt gerade mal hier mein Nitro nochmal raus. Alter, bis auf 280 hier hoch. Scheiße. Oh, fast. Den haben wir fast. Den haben wir fast komplett genommen. Ah, das Nitro wäre jetzt hier ein bisschen besser gewesen. Komm, komm aus deinem Turboloch da raus. Gib mir nochmal ein bisschen Gummi hier. Es ist nicht mehr weit. Gib da nochmal ein bisschen den letzten Sprit, was du noch hast. Jetzt rein da in diesen, in dieses Rennen hier. Boah, Junge, was fährt er denn? Ja, fahren wir innen vorbei. Oh! Das alles auf safe machen hier. Der Kollege ist gut dabei. Der bleibt richtig nah dran. Das wird ein richtig knappes Ding hier. Ich höre das Nitro nochmal. Der hängt uns am Ding. Oh, da hat er einen Crash gebaut. Ja, Mann. Oh. Knappe Kiste. Richtig knappe Kiste. Das hätte jetzt... Oh, Chat auch. Das war auch Chat. Das hätte nochmal richtig, richtig böse ausgehen können. Aber wir haben es geschafft. Da haben wir ein bisschen Glück am Ende nochmal gehabt. Also da, das war wirklich, also dieses Hin und Her da durch diesen Tunnel da eben gerade da, boah. Krass. Krass, 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 krass. 500 für den Sieg, Abkürzung. Haben wir zwei diesmal anscheinend. Knapp vorbei, einen sogar nur. Das ist natürlich jetzt sehr belastend. Da kommt nicht viel bei rum. Da waren auf einmal Windschatten 5000. Maxi Tuning will ich auf... will was über deinen Wagen bringen? Ja, gerne. Spoiler freigeschaltet. Jetzt gucken wir uns nochmal hier ein paar Sachen ab. Unter anderem natürlich ein schönes Prospekt hier nochmal. Alles Stufe 3. Oh Mann, du bist auf der Titelseite von Maxi Tuning. Mhm. Muss ich sagen, das Cover finde ich jetzt nicht so nice. Da hätte man ein bisschen was Geiles. Also es sieht okay aus. Vor allem finde ich es geil. Guck mal, unsere Felgen sehen jetzt auf dem Cover so matt aus. Das ist ja richtig sick. Das ist schon richtig sick. Del Tuning, es scheint irgendwie eine, es ist ein spanisches Magazin. So, und jetzt gucken wir nochmal hier. Jetzt wollen wir hier natürlich nochmal nach einem Spoiler schauen. Mal gucken, was der noch so kann. Wir haben Unique Singer hier. Stufe 3 fängt an ab. Hier. Da gehen wir runter. Das ist halt so ein bisschen so die Sache. Wobei die Spoiler halt auch geil, also das finde ich auch geil, muss ich sagen. Das passt auch super zu dem Wagen. Das sieht auch nicht schlecht aus. Das passt auch. Downforce. Hm. Wir gehen halt nur runter mit dem Style. Das sieht halt auch nice aus. Da sind schon ein paar gute Dinger dabei. Ich muss aber sagen, also erstmal finde ich den natürlich von uns auch richtig nice. Also unseren jetzigen, der ist schon sick. Ich würde da jetzt auch nichts ändern an dem, jetzt durch dass das ein uniques Teil auch noch ist. Aber die anderen Sachen, muss ich schon sagen... Also Stufe 3 hier bei allen Sachen ist jetzt schon, das ist schon mal ein großer Step-up. Also da könnte man noch was machen, aber ich glaube, wir sind mit diesem Wagen bis auf die Heckschürze schon an der Endstufe angelangt. Also viel mehr geht da jetzt schon gar nicht mehr. Also viel mehr können wir da jetzt schon gar nicht mehr machen. Das ist schon relativ Endstufe. Oh, wir sind so langsam, jetzt sind es nicht mehr viele Rennen hier, Driftrennen da. Nein, nee, 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 nee. Oder, weißt du, was wir mal probieren? Probieren es mal mit den Reifen. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, es geht um Rang 3.
Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, dass das jetzt nicht ganz so gut funktionieren wird, aber wir probieren es mal aus. Wenn es nicht klappt, ändern wir die Reifen wieder. Ich werde aber nur mal gucken, dadurch, dass dieser Wagen jetzt wirklich am absoluten Maximum fährt, was unsere Upgrades angeht, will ich jetzt mal gucken, ob wir theoretisch hier mit den Reifen auch hier was hinkriegen. Und das sieht tatsächlich so danach aus. Ja, wir sind auf jeden Fall auf demselben Weg in die Wand wie vorher auch. Also so einen großen Unterschied macht das da jetzt tatsächlich, glaube ich, nicht. Ich merke aber schon, dass der Wagen doch ein kleines bisschen besser an der Straße klebt. Also es könnte sein, dass es tatsächlich für uns ein bisschen schwerer wird, diesen Wagen hier quasi in den Drift reinzuhauen. Aber ich würde jetzt gerade mal sagen, wir haben tatsächlich doch so viel an Zeugs hier, also an Power, an Zeugs vor allem, an Power. Das geht doch ganz gut tatsächlich. Das war ein bisschen zu viel. Da haben wir ein bisschen zu viel Driftwinkel gehabt. Da habe ich ein kleines bisschen zu krass eingeschwungen. Aber für das jetzt war eine gute erste Runde, würde ich jetzt mal so sagen. Mal ein bisschen hier rein und ein bisschen Driftwinkel hier rauf. Nicht zu viel. Scheiße, das war ein kleinen Ticken zu viel. Ein kleinen Ticken zu viel. Also der Wagen fährt sich ein kleines bisschen anders in den Kurven mit den anderen, also mit den Stufe 3 Reifen. Trotzdem, driftmäßig ist okay. Jetzt muss ich hier nur selber das nochmal hier wieder auf Reihe kriegen. Das ist gerade hier Skill, der jetzt hier gerade, Skill-Issue. Der jetzt gerade so ein bisschen dafür sorgt, dass wir jetzt hier nicht so viele Punkte machen. Scheiße. Fuck. Also man merkt, also der Wagen ist ein bisschen direkter mit dem Einlenken. Also er geht ein bisschen anders in die Kurven rein. Da muss man echt aufpassen. Da muss man wirklich aufpassen. Ich würde sogar fast, ich würde fast sagen, wenn das, es wird wahrscheinlich reichen. Aber ich würde fürs nächste Rennen würde ich tatsächlich wieder runtergehen mit dem Dings. Weil der Wagen doch ein bisschen zu viel Grip hat und nicht so gut schlittert, sag ich jetzt mal. Was wir ein bisschen bräuchten. Also ihr seht, dass wir hier sehr viele, sehr viele Teile der Strecke durchfahren. Wirklich, also wirklich fahren und gar nicht richtig driften. Was jetzt nicht schlecht ist, also wir brauchen ja Speed. Aber ja, es ist irgendwie, kann ich die Drifts besser ziehen mit den anderen Reifen. Scheiße, 13.000 hat er versammelt. Und weniger hier auch wieder aufs Labern konzentrieren und ein bisschen mehr aufs Driften. Ich merke nämlich gerade, dass ich die Drifts nicht gut time. Scheiße, das war ein bisschen zu viel. Da 20.000er Drift, der da gerade. Oh, der geht aber auch gut. Der geht gut, der geht gut, der geht gut. 27.000er. Man kann jetzt doch mal gucken, also ich arbeite jetzt so ein bisschen mit der Handbremse hier. Vielleicht können wir da doch nochmal gucken, ob wir die Handbremse nochmal ein bisschen mehr einsetzen. Weil jetzt mit dem Speed, da verlieren wir verlieren jetzt hier nicht mehr ganz so viel Speed wie das, scheiße, 16.000er, wie das in vorherigen Malen da der Fall war. Weil wir einfach mehr Speed haben, beziehungsweise mehr Dampf unterm Kessel, im Kessel. Oh, das war gut. Scheiße. Oh, das hatte, oh, den hat er verbucht. Ah, ich wollte nämlich dann nochmal in die andere Richtung natürlich schwenken hier. Das hat dann leider nicht ganz so gut geklappt. Das sieht aber wieder ganz gut aus. Ja, ich hätte ja gerne noch die Zonen mitgenommen. Gucken, ob wir hier noch ein bisschen... Ja, da können wir noch. Ja, nicht ganz unser bestes Rennen, aber auf jeden Fall hat es gereicht. Ich würde aber zumindest eine Stufe zurückgehen. Also es ist okay. Wir gehen mal auf Stufe 2 fürs nächste Driftrennen. Wir haben es trotzdem gemacht, aber es geht tatsächlich ein bisschen besser mit den anderen. So, hier warten wir natürlich ab, was wir hier so an Punkten freischalten. So. Kombination haben wir schon mal 3.900. Gut gedriftet, 3.200. Cooler Drift. 4.800, genial. Gehen wir auf 8.500. Kolossal. 8.000, unglaublich. Gehen wir auf 10.000. Wir haben über 40.000 Punkte. Alter Schwede, es gibt über 200.000 jetzt hier. Das ist schon echt krass. Und guck dir mal an. Also dieser Balken da unten ist bestimmt 100.000 lang. Also 1 Million lang. Weil auch mit diesen 200.000 machen wir das Ding jetzt da nicht voll. Dritter im Driftmodus. Und leider sonst nichts weiter freigeschaltet. Schade. Wir dürfen jetzt aber über Platz 3 sein, ne? Da Platz 3 im Rundkurs. Sprint. Kommt wahrscheinlich jetzt. Drag und Drift. Dann kommt jetzt wahrscheinlich Sprint. Im Kreuzfeuer. Ja. Krass, wie du Eddies Amigos im letzten Rennen ausgenommen hast. Naja, jetzt geht's auf Platz 3 der Sprints. Ja. Schade, dass Samantha nicht hier ist. Ja, ich frage mich auch, warum die nicht da ist, ne? Du kommst, je näher du Platz 1 kommst, desto härter wird der Wettbewerb. Platz 3 ist der nächste auf deiner Liste, also auf in den Kampf. Auf geht's. Rein da. Ich will, Eddie, ich will den mal so richtig, weißt du, so, am Ende musst du den auch so, ach, ich hoffe, dass wir die Karre von dem kriegen, ey.
Junge, das ist wirklich dieser Aufbau da rechts von diesem Celica da rechts von uns, ne? Was der da auf der Motorhaube hat, das ist einfach... Es gibt auch Leute, die das bestimmt geil finden, aber ich muss sagen, ich persönlich fühle es überhaupt nicht. Übrigens, ich finde auch die Strecke von der Seite aus einfacher zu fahren. Ich finde, es ist einfacher, so hier diese Strecke zu fahren, als von der Seite hier. Also wenn wir von hier aus kommen. Oh, da durch das Springen haben wir ein bisschen gebounced. Sind wir ein bisschen gebounced. Alter, holy shit, okay, krass. Also hier einmal, ich weiß nicht, wie das jetzt natürlich mit dem Hochfahren ist. Jetzt runterfahren ist nochmal ein bisschen eine andere Story, jetzt hoch. Aber wie krass dieser Wagen in der Kurve jetzt hier liegt, bei 280. Kommen auch fast die 300 jetzt hier unten durch, ne? Ich muss tatsächlich dann einmal vom Gas gehen hier. Hier kann ich wieder voll durchdrücken. Wir haben auch keine Autos hier gerade. Das ist ein bisschen suspicious. Oh. Ob das so eine gute Idee war. War okay, sag ich mal. Da können wir auf jeden Fall die Abkürzung hier leichter nehmen. Wir haben ohne Autos das Rennen anscheinend. Das ist nicht schlecht. Gibt Schlimmeres, sag ich mal. Oh, Alter, Junge, die Kurve ist ja so gut. Die nimmt ja so unfassbar gut. Scheiße, zu weit innen. Fuck, 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 fuck. So, kurz vorm Ende. Oh, da haben wir... Oh, haben wir ein Glück. Haben wir ein fucking Glück, Mann. Holy shit, das hätte ganz böse ausgehen können. Das war jetzt unfassbar lucky. Und ich verhaus, glaube ich, noch. Holy shit. Holy shit. Da bin ich ein bisschen zu früh in die Kurve gegangen. Das war richtig knapp. Wenn der uns nicht hinten reingefahren wäre, wir hätten das Rennen nicht geholt. Wir hätten es nicht geschafft. Wir hätten es nicht geschafft. Egal, wir haben es geschafft. Haben Platz 3 damit jetzt überall. Sind jetzt überall in der Top 3. Das ist ein Achievement, das ist jetzt schon krass. So langsam kommt es immer näher und ich bin mal gespannt, wann wir die nächste Zwischensequenz kriegen. Jetzt könnte eigentlich so Top 3 überall, könnte so wieder was kommen, oder? Nicht mal 5000 Punkte. Eine Strecke freigeschaltet, Platz 3. Gucken wir mal, Zwischensequenz. Nee, haben wir nicht, okay. Haben wir nicht. Kurz Mega-Renner. Alter, was sagst du zu meiner neuen Schleuder? Jetzt hast du allen Grund, Angst zu haben. Ich bin gespannt, was er für einen Wagen hat. Niemand konnte bisher seinen neuen Wagen schlagen. Bist du wohl der Erste? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind wir der Erste. Deswegen, also momentan haben wir wieder so ein bisschen so eine Streak. Wir haben viel Glück dabei momentan. Das muss man dazu sagen. Oh, alle mit dem... Nee, bis auf ihn hier links. Der hat den Honda wieder. Ich bin gespannt, welchen Wagen Kurt hat. Auf jeden Fall nicht den... Okay, er hat auch einen RX-7. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Glück dabei, muss man sagen. Ah, das ist hier wieder die Tankstelle. Wir haben ein bisschen Glück dabei. 6 Runden wieder. Alter Schwede. Aber man muss auch mal Glück im Leben haben, sage ich da immer. Kann ich eigentlich auch nochmal eine Story erzählen hier. Ich muss allerdings auch sagen, also ich finde Dings ganz geil hier. Oh shit, den hätten wir natürlich da nehmen können. Ich finde an sich, Underground ist okay. Ach scheiße, wir sind so handlich. Wir haben so viel Handling jetzt. Ich muss mit dem Wagen jetzt erstmal klarkommen. Der geht wirklich richtig gut um die Kurven. Scheiße. Ich hatte Hoffnung, dass wir drüber springen. Ich finde hier Underground eigentlich so ganz gut zum Kommentieren, also auch mal zum Zwischendurch quatschen. Allerdings muss ich sagen, jetzt vor allem zum Ende hin, am Anfang war es einfacher, weil die Rennen nicht ganz so schwer waren. Jetzt zum Ende hin finde ich es ein bisschen schwerer, da quasi zu sagen, okay, wir können jetzt hier quatschen. Beziehungsweise ich kann quasi ausgiebig über ein Thema sprechen, ohne dass ich mir hier was zusammenfahre, was nicht passt. Einmal kurz vom Gas runter und das klappt ganz gut, top. Deswegen müssen wir mal gucken. Das Lava-Let's Play bei mir ist ja eigentlich eher auch Minecraft. Deswegen, ich wollte gerade ein Thema anfangen, aber ich guck mal gerade erstmal, dass wir hier das Rennen... Boah, ich kann ja voll durchdrücken. Okay, das ist krass. Das war jetzt schon ziemlich krass. Ah, ich muss an die Tankstelle denken. Ich muss dran denken, dass wir die Tankstelle mitnehmen können. Gucken wir gleich für die nächste Runde. Und lass mal schauen, dass wir jetzt hier vorne gleich die Kurve hoffentlich gut nehmen. Ne, nehmen wir nicht. Die nehmen wir nicht gut, weil wir leider keinen Platz für hatten. So, jetzt gucken wir mal, dass da oben jetzt, da kommt auch wieder einer. Können wir diesmal aber zum Glück besser nehmen. So, mal gucken hinten rum. Einmal kurz angebremst. Da lieber ein bisschen bremsen, als dass ich den voll mitnehme, den Wagen da. Hier können wir jetzt wahrscheinlich voll rum.
Ich gehe mal nur vom Gas runter. Okay, nur vom Gas geht nicht. Ich muss ein bisschen bremsen. Hier kommen wir allerdings so ganz gut hoch. Einmal wieder kurz vom Gas. Jawohl. Ja, hier kann ich, glaube ich, auch nicht durchfahren. Boah, die Bahn, Alter. Oh! Also mit vom Gas gehen geht die Kurve jetzt ganz gut. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die letzte Folge erinnert. Ach, Mann. Ich hoffe, euch an die letzte Folge... Ich kann kein R drücken, by the way, gerade. Ich kann kein R drücken. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die letzte Folge erinnert, wo ich da jedes Mal gesagt habe, scheiße, ich muss bremsen, sonst kriegen wir die Kurve nicht. Ist jetzt nicht mehr so unbedingt der Fall. Oh, das war aber ein ziemlich knappes Ding. Da können wir tatsächlich auch nur vom Gas runtergehen jetzt. So, jetzt haben wir aber ein bisschen Platz, dass wir weit rechts anfahren können. Dass wir jetzt hier reinstechen können, genau. Sehr gut. Einmal kurz trotzdem gebremst. Aber das hat uns, glaube ich, ein bisschen Vorteil gegeben. Hier muss ich wieder außenweit anfahren. Da kommen überall Autos. Das war jetzt nicht so gut. Die sind auch schon wieder dran, die Kollegen hinter uns. Aber wir kommen auch an den ersten gut ran. Das war ein bisschen zu früh, glaube ich. Aber okay. Ah, shit, jetzt komme ich hier gerade nicht mehr so gut in den Kurven rum. Das war ein bisschen besser gefahren da tatsächlich. Bin ich vom Gas eben gerade vor der Kurve runter und dann wieder in der Kurve drauf. Das hat sehr gut geklappt. Ich hasse übrigens diese Kurve hier, weil da ist nämlich wirklich das Problem, dass du die Autos nicht siehst, wenn du da über diesen Hügel rüberfährst. Junge, mit 300 km/h hier durch Chinatown durch, ne? Das war ein bisschen lucky wieder. Ich hoffe jetzt gerade mal, dass wir ein bisschen Glück haben hier mit den Autos. Ach Junge, und dann fährst du in die Mitte rein, oder was? Junge, das wäre so eine gute Kurve geworden. Ah, nee. Deswegen, also das ist dann wirklich, manchmal fahren die da die Kurven an, da fragst du dich wirklich, also wie auf der Welt sollst du überhaupt, also im Ansatz in der Lage sein, so diese Kurve zu nehmen? Das war ganz gut wieder. Was kommt da? Ah, okay, war gut, war gut, war gut, war gut. Wir haben Bahn, hallo. Hallo Bahn. Das Auto klappt aber ganz gut, wieder vorher runtergegangen und in der Kurve drauf. Aber der hinter uns kommt dran, Alter. Was zum Teufel? Ah, da ist ein bisschen verkackt. Alter, wir gehen jetzt fast mit 300 hier über diese... Nein, ist nicht dein fucking Ernst. Als wenn wir da jetzt zu schnell rübergefahren sind, dass der Wagen vorne abhebt. Ich habe gerade mich schon wieder hier auf dem letzten durch... Scheiße. Schon wieder auf dem letzten mich durchreichen sehen hier. Und das ist wirklich krass, wenn du jetzt mal überlegst. Natürlich können die da ein bisschen mehr Speed mitnehmen. Aber trotzdem... Das war lucky wieder. Aber trotz alledem, wie die da teilweise dann außenrum aufholen. Die holen auf außenrum. Obwohl ich die kürzere Strecke da fahre. Also meiner Meinung nach ist eine Diagonale immer noch kürzer als eine Kurve, sag ich da jetzt mal, die einen weiteren Radius hat. Ich glaube, ich verstehe, worauf hinaus. Ich habe gerade überlegt, wie ich es am besten ausdrücke, dass sich das auch ordentlich anhört. So, eine Runde haben wir noch. Der Kollege hängt uns hier wirklich echt... Amy hängt uns hier ganz schön auf einer Stoßstange, ne? Da habe ich mir das war nicht ganz so gut genommen. Alter, war das knapp. Ich bin tatsächlich jetzt mal kurz vom Gas runtergegangen, habe nicht Gas gegeben. Ich hatte nämlich Angst, dass hier gerade die Motorhaube wieder, also dass der Vorderwagen wieder nach oben hochgeht. Nein, und jetzt nehme ich da irgendwas mit. Kann man ein bisschen reinbuttern hier. Vorne noch lang springen. Alter, der ist direkt neben uns. Ich wusste es. Ich habe jetzt extra gebremst. Nur um da jetzt wirklich nicht von dem abgeräumt zu werden. Aber der ist schon wieder dran. Der ist schon wieder dran. Das gibt's doch gar nicht. Oder sie. Wirklich, das gibt es nicht.
Reicht aber. Alter, was ein Rennen. Was ein Rennen. Ganz schön viele Ups und Downs. Und auch ein paar Sachen, die da nochmal so dazwischen gekommen sind. Wie zum Beispiel, dass einfach der Wagen komplett abhebt da nach diesem Sprung. Alter, alter Schwede. Knapp 23.000 Punkte haben wir jetzt da gemacht. Ja, ich bin ja da. Was, haben wir das Ding voll? Ne, haben wir da nicht voll. Ich achte da schon gar nicht mehr drauf, weil wir das eh so halb... Dann gibt's nichts. Wir haben es schon.